Wie viel hast du noch Fieber? Fast kein Fieber, aber jetzt. Oh, okay. Gute Besserung auf jeden Fall an alle Erkrankten. Und alle, die sonstige irgendwie Kopfgeschichten haben. Es ist einfach nicht schön. Aber let's go. Ich bin froh, dass ihr alle da seid. Es freut mich sehr. Es freut mich wirklich sehr. Es ist, ja, wirklich unwahr. Sind so die letzten 4 Wochen. Ich hatte ja erst auch noch Corona. Also wir hatten ja alle in der Familie auch erst noch Corona. Und danach war das dann eben jetzt mit Steffis Mom. Das heißt, die letzten 4 Wochen von meiner Elternzeit, die waren halt eigentlich wirklich für die Füße. Und seit dieser Woche hat mich ja die Arbeitswelt wieder. Aber erstaunlicherweise, und das ist das Schöne, durch das Ganze, was jetzt passiert ist, die Arbeitswelt, das ist mir so... Ich will nicht sagen, egal, das würde nicht stimmen, aber es gibt viele Dinge, die mir eigentlich oder die mir relativ entspannt mittlerweile vorkommen. Wisst ihr, was ich meine? Dass man sich über Dinge viel, viel weniger Sorgen macht. Und das ist auf der Arbeit so, wenn die Stimmung schlecht ist, es juckt mich nicht. Weil ich weiß einfach, so eine Pillepalle, das ist Affenzirkus. Oili! Wunderschönen guten Abend! Ach, wie schön. Ach, wie schön. Leute, ihr wisst gar nicht. Heilige Scheiße, ich bin einfach nervlich durch. Ich bin nervlich einfach wirklich durch. Servus Eulers, Begrüßung kommt sofort. Und Bratapfel! Vielen lieben Dank für den Support. Danke für die Unterstützung und bleib, wie du bist, bleib eishockey. Profi, 31 geile Monate schon und servus Euli. Hola Juan, hier ist Peter von Foster. Ach du, Generalmajor Eulers-Fan, erweist du es, die Ehre. Oh, ich weiß nicht, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, Leute, dass das heute so ein sehr emotionales Ding wird. Ich wusste es vorher schon. Aber es tut einfach gut und das ist so, es klingt jetzt blöd, aber das ist wie so eine Therapie aktuell. Danke, dass ihr da seid. Ich freue mich mega. Freue mich wirklich mega. Und das wollen wir jetzt belohnen. Und dann, zack, erstmal eine Strafzeit. Ja, Kondor, das stimmt. Aber das ist so das Krasse. Und ich weiß nicht, ob das so kalt klingt, aber die Situation als solche, mit der kann ich eigentlich recht gut umgehen, wenn man so die Geschichte jetzt sieht. Wie gesagt, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber was mich einfach so fertig macht, ist ja, Steffi zu sehen. Nicht mehr jetzt, aber anfangs oder immer mal wieder zwischendrin. Und das ist einfach das, was ultra weh tut, wo du einfach merkst, aber egal, drauf gepfiffen jetzt. Und der Shield the next. Vielen lieben Dank für den Support. Danke für die Unterstützung und auch du, bleib wie du bist, bleib alles okay. Profi. 5 geile Monate und Vorsatz fürs neue Jahr, wieder aktiv dabei zu sein. Ach schön. Ihr seid immer herzlich willkommen. Das wisst ihr hoffentlich. Und servus Adrian und danke nochmal für dein Resub. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Ach Leute, ich sag's euch. Dungeon hat auch gesagt, hier, gute Abwechslung. Ja, das stimmt, Ilmi. Das stimmt. Und das ist, wie gesagt, für mich ist es einfach auch eine Selbstverständlichkeit. Es ist meine bessere Hälfte und wenn meine Familie mich braucht, dann ist es einfach so und ja. Aber hey, ich bin hier. Ich bin da. Und jetzt kriegen wir ein Gegentor und alles ist wunderbar. Nein, es ist, mal gucken. Es kommt, wie es kommt. Und wir hoffen in erster Linie, dass es eben mit Steffis Mom irgendwann wieder bergauf geht. Aber ja. So, hier steht es 0-0. Und wir müssen ja, genau, RGP rupft das Hühnchen. Und wir müssen ja unbedingt, boah, einen Konter einfahren. Elias! Wow, was für ein Ding! Und wir müssen unbedingt punkten, wollte ich eigentlich sagen.
Boah, schöne Scheibe auf Reimer, der ja eigentlich gar nicht mehr spielt. Hier darf er noch sein mit von der Partie. Schade, schön abgefälscht. Das stimmt, Doggy. Das Problem ist einfach mein Kopf. Das Problem ist einfach mein Kopf. Je länger ich nicht streame, umso mehr Druck kriege ich. Warum auch immer. Weil ich halt einfach auch so ein bisschen... Ja. Wie nennt man das? Wenn man so ein verpflichtendes Gefühl hat, ein Zuverlässigkeitsgefühl habe und auch so ein bisschen... Ja, keine Ahnung. Da waren jetzt 2 Wochen oder 3 und die Leute haben teilweise ihre Subs erneuert und ich bin nicht da. Und das ist halt für mich einfach so, wo ich sage, schwierig. Du hast sogar schon mal ein Video von mir angeschaut auf YouTube. Ach was? Was habe ich geschrieben, das Shield? Ich hoffe nichts Schlechtes. Habe ich das? Ernsthaft? Und natürlich, dadurch, dass ich so lange nicht da war, es gingen die Sub-Punkte gingen extrem runter. Dementsprechend habe ich auch natürlich das Sub-Goal für den 12-Stunden-Stream auch runtergesetzt. Und Johannes, der Kiel-Fan, wunderschönen guten Abend. Und welcome back. Houston, wir haben Houston. Das ist halt auch das Nächste. Es ist im Moment einfach so grässlich. Gestern war Steffi mit Myla bei der Kinderärztin, weil die Kleine so gehustet hat. Und was hat sie jetzt? Eine Bronchitis. Das ist kein Spaß. Das ist kein Spaß. Sie schläft seit 3 Tagen nachts nicht. Das kommt im Moment einfach alles zusammen. Und ich erzähle euch 2 Geschichten, die diese Woche, ohne Scheiß, ich schwöre wirklich auf alles. Und ich kann es euch belegen, die wirklich so passiert sind. Genau so ist es, Doggy. Genau so ist es. Und es sind einfach Dinge, die wirklich so passiert sind diese Woche, wo man einfach denkt, wie viel Pech kann man haben? Also, so. Ich habe diese Woche wieder angefangen zu arbeiten. Montag im Büro. Dienstag hatte ich dann zum Glück gleich Homeoffice. Ich habe mit meinem Chef besprochen und habe gesagt, hier, dass Steffi meine Schwiegermutter besuchen kann, würde ich gerne Dienstag, habe ich sowieso Homeoffice, und Donnerstag früher gehen. Also so um 12, dass Steffi einfach nachmittags zu ihrer Mutter kann. Okay, Chef, natürlich kein Problem. Okay, bis später, Adrian. Oh, gute Besserung, Johannes. Und Dienstag war ich dann, wie gesagt, im Homeoffice, habe dann Schluss gemacht. Steffi hat sich fertig gemacht, um zu ihrer Mutter zu fahren. Sie geht aus der Tür raus. Myla und ich sind hier noch im Büro. Ich habe gerade einen Rechner runtergefahren. Steffi kommt zurück mit Tränen in den Augen und sagt, es tut mir leid, es tut mir leid. Dann sage ich, was ist denn los? Dann sagt sie, wir haben einen platten Reifen. So, dann habe ich gesagt, wie bitte? Und jetzt ist es so, da draußen, wir sind ja in zweiter Reihe, unser Haus. Und da parkt immer jemand so blöd, dass es so eng ist. Und Steffi ist halt beim Rausfahren, ist sie an dem scharfkantigen Bordstein mit dem rechten Hinterreifen dran. So, aufgeschlitzt, so ein Schlenz drin, Reifen platt. Ich so, wow, okay. Dann habe ich gleich bei Audi angerufen, habe gesagt, hier, so und so, was kann man machen? Die haben dann gesagt, okay, wir haben so eine Mobilitätsgarantie und so einen Anschlussgarantievertrag. Und die haben gesagt, okay, wir können das Auto holen lassen. Da gibt es ein Abschleppunternehmen, die holen das Auto und das ist eben mit der Mobilitätsgarantie dabei. Nur halt den Reifen muss ich bezahlen und die Stunden, um es drauf zu machen. Okay, alles klar. So, jetzt steht unser Auto seit Dienstagabend bei Audi. Die mussten den Reifen natürlich bestellen, weil das muss ja der gleiche Reifentyp sein. Ansonsten muss man achsweise tauschen. Steht es seit Dienstag bei Audi. Donnerstagmorgen. Ich bin ins Büro gefahren mit dem Fahrrad. Ich habe ja ein E-Bike, ne? Bin mit dem Fahrrad ins Büro gefahren. Habe dann auch gesagt, hier, heute gehe ich ja um 12, damit Steffi ihre Mutter besuchen kann. Jetzt aber, komm! Alter! Ich um 12, umgezogen. Fahrrad, Klamotten hat und da ist es! Starty! Nice, freut mich, Johannes. Wie ist dieses Livestreaming so? Sehr gut, Eulers. Es tut wirklich sehr gut, mein Lieber. Ohne Scheiß. Und auf jeden Fall, ich gehe runter zum Fahrrad, will mich aufs Fahrrad setzen. Es ist ohne Scheiß. Hinterreifen platt. Ohne Witz. So. Ich wusste, Steffi will zu ihrer Mom. Steffi angerufen, so und so. Schlussendlich hat mich ihr Bruder dann abgeholt in Freiburg.
Und dann war ich zu Hause. Steffi dann auch. Die ist dann nicht zu ihrer Mutter gefahren am Donnerstag. Dann habe ich rumtelefoniert, wer auf die Schnelle Fahrrad machen kann. So, habe dann in Freiburg die Ratgeber gefunden. So heißen die. Richtig cool. Mit D. Habe die dann in Freiburg gefunden. Ich musste dann wieder nach Freiburg fahren am Nachmittag. Musste das Fahrrad abgeben. Am Freitagmorgen bin ich mit dem Bus in die Stadt gefahren. Hab dann nach der Arbeit das Fahrrad geholt und bin mit dem Fahrrad heim. Ungelogen, Leute. Ungelogen. Das war meine Woche diese Woche. Kein Scheiß. Kein Scheiß. Das ist wirklich übel. Wo ich mir einfach gedacht habe, okay, wie fies kann sein? Dann kriegt eben Mailand noch Bronzitis. What the hell, Schmelz? 2-0. Das ist kein Karma-Kondo. Das heißt ja, ich kann was dafür. Aber nein, das ist wirklich übel. Es ist nicht kalt, Condor, wirklich. Es ist nicht kalt. Ich habe mir vor einiger Zeit Winterklamotten bestellt und die sind wirklich sehr geil warm. Die sind richtig geil warm, ohne Scheiß. Aber diese Woche und das, was zuletzt passiert ist, ich kann ein Buch schreiben, ganz ehrlich, mit so viel Scheiße, die passiert ist. Und deshalb gibt es jetzt einfach so viele Dinge, die ich so entspannt sehe, wo ich mir einfach sage, du kannst es nicht ändern. Reg dich nicht auf. Aber das war schon krass. Aber das war schon krass, ja. Und das ist halt zu allem nebenbei noch. Und noch eine Strafe. Habt ihr auf Insta geschrieben? Vielleicht kommt du ja... Wie heißt du auf Instagram? Es tut mir echt leid. Aber ich bin mega happy. Das ist was Positives, Doggy. Das muss man immer so sehen, ja. Wer weiß. Ich habe keine Ahnung. Wir haben ja zum Glück, und das ist das Gute, wir haben ja das Auto noch von Steffis Mom. Da war einfach das Problem, dadurch, dass sie ins Krankenhaus kam, hat sie noch keine Winterreifen drauf gehabt. Das heißt, mussten wir auch noch organisieren, dass da Winterreifen drauf kommen. Weil bei den Temperaturen halt mit Sommerreifen ist schwierig. Ah, ja. Ich glaube, ich weiß auch sogar was. Hattest du nicht geschrieben wegen Stream-Comeback? Nee, ne? Und servus DEG-Fan, wunderschönen guten Abend. Ich muss gleich nochmal gucken. Aber Tom, oder wegen der Kamera. War das wegen der Kameraeinstellung? Also ich krieg, tut mir echt leid, ich krieg viele Nachrichten auf Instagram. Und hallo Katze, wunderschönen guten Abend. Wie geht's, wie steht's? Sehr schön, Scheibe bleibt drin. Gerard, lange die Scheibe da vorne drin gehalten. Okidoki, bis nächste Woche, lieber Johannes Giel-Fan. Und Katze, wunderschönen guten Abend. Gefreiter Katzenpfote, meldet sich zum Stream. So, wir haben ja auch nächste Woche noch zweimal DEG-Stream. Da kann ich euch auch schon sagen, Mittwoch auf jeden Fall Doppelspieltag. Und entweder morgen oder Montag kommt auch nochmal ein Spieltag und dann ist die Regular Season vorbei. Das heißt also, wenn morgen DEG-Stream ist, geht es hier am Montag weiter. Wenn am Montag DEG-Stream ist, geht es hier am Dienstag weiter. Das einfach nur schon mal als Vorausschau. Und dann definitiv wieder Donnerstag. Und wenn Gott will, am Samstag dann die ASC. Wenn Gott will. Ich will. Oje, Katze, was ist los? Täglich liegt das Murmeltier, aber hallo. Es ist ein geiler Film. Wer kennt den? Kennt jemand den Film und täglich grüßt das Murmeltier? Es ist okay, Doggy. Es ist wirklich okay. Mach dir da keinen Stress. Also, um Gottes Willen, es war sogar besser. Stell dich mal vor, ihr seid in so einer Situation und alle Nase lang kommt irgendjemand und schreibt. Das ist manchmal schlimmer, wie wenn nichts kommt. Also, macht euch da wirklich keinen Kopf. Das ist alles in Ordnung. Ich habe auch viel auf Discord verpasst, weil ich einfach den Kopf nicht hatte. Manchmal schon, wenn es gerade gepasst hat, aber es hat wirklich stark von meiner Stimmung abgehangen. Und ja, so kenne ich es eigentlich nicht. Aber es ist so. Es ist so und Gott hat zu wollen. Genauso sehe ich das aus, Heidi. Genauso sehe ich das auch. Ihr wisst gar nicht, wie sehr mir das gefehlt hat. Das ist so, boah. Deshalb, es ist heute der 963. Stream. Und der kommt ja nicht von ungefähr, ne?
der kommt ja nicht von ungefähr. Von dem her, Seeböck, der hat gestern das 1:0 gemacht gegen die Eisbären Berlin. Wie ist es denn ausgegangen? Ich habe es leider nicht länger verfolgt. Ich habe es nur zufällig gesehen. Boah, gerade die Scheibe wieder abgenommen. Ich habe so ein mieses Gefühl gerade. Wir sind wieder in der Schlussphase. Iserlohn drückt. Und die werden noch nicht. Wir haben 5-3. Ah, dann ist ja alles gut gelaufen, Heidauer. Dann ist ja alles gut gelaufen. Was macht dich traurig? Dass ich es nicht mehr weiß, Shield. Sei mir da echt nicht böse. Es ist momentan, das ist nicht böse gemeint, aber es ist momentan einfach... Es ist ja nicht, dass ich nur eine Instagram-Nachricht bekomme. Das ist wirklich nicht böse gemeint. Danke, Doggy. Vielen, vielen Dank. Komm schon, rein das Ding! Wow! Wie kann er den denn bitte? Oh je, Katze, das klingt nicht gut. Das klingt echt nicht gut. Ich drück dir die Daumen. Um es kurz zu machen, Shield. Die Mutter von meiner Freundin, der geht's schlecht. Um es jetzt ganz kurz zu halten. Und ja, tatsächlich hatten wir auch mal ganz kurz die Befürchtung, dass sie es sogar nicht schaffen könnte. Und deshalb, nimm's mir nicht übel. Threads, ich wusste, dass es es gibt, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Hast du schon ausprobiert, Ilmi? Dann Roll Leonard. Aber jetzt muss ich doch mal kurz gucken. Jetzt muss ich doch mal kurz gucken. Danke, Shield. Ich guck gleich. Ich will das wissen. Dampo Leonard oder Danjo? Wahrscheinlich Danjo, oder? So, Braun. Aber was mich hier auch positiv stimmt... Nice. Nice. So, top. Hallo? Jetzt ist wieder da. Dankeschön. Ich habe gerade gesagt, Tom, schreib mir mal, es war wie das Kabel. Jetzt, Dankeschön, Oilers-Fan. Schreib mir noch mal auf Instagram, ich finde deinen Namen nicht. Das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr lange her. Oder ich überlese es gerade. Trinken ist eine gute Idee. Heute den Kaktus Kamel. Twitter aber mehr Meter. Unser Landtagsabgeordneter, das ist ja geil. Ilmi, der politische Fuchs. Aber wisst ihr, was schön ist? Wisst ihr, was schön ist? So ein Comeback. 4-1-Führung. Nachdem wir wirklich so eine verkorkste Saison hatten bislang mit den Ice Tigers. Aber das war ja auch das, was ich gesagt habe, dass wir in dieses Game erst reinkommen müssen und dann wird es auch irgendwann laufen. Dienstag, also wie gesagt, Dienstag oder Montag, je nachdem, wann DEG ist. Wenn morgen DEG, dann Montag bei mir. Wenn Montag DEG, dann Dienstag bei mir. Werde ich auf jeden Fall kundtun. Da werden wir auf jeden Fall die Bloody Army reinrühren. Habe Hallo geschrieben. Ah, doch, ich sehe es. Ah, aber das war im September, oder? Hast du mal gefragt, ob wir gegeneinander NHL spielen können, Tom? Meinst du das von September? Nee, John. Ach, das ist es. Okay. Jetzt hab ich's.
Jetzt hab ich's. Das kann sein. Dankeschön, Condor. Weihnachten ist für uns dieses Jahr tatsächlich nicht interessant. Also Steffi ist normalerweise die größte Weihnachtsfrau. Aber nur dieses Jahr nicht. Okay, Myla schläft. Sehr gut. 4-1-Sieg ist ein schöner Einstieg. Das reimt sich sogar. 4-1-Sieg ist ein schöner... Wow. Und Leute, zum Glück haben wir vorher nicht geguckt. Schaut mal, wie wichtig der Sieg war. Schaut mal, München vor Grizzlies Wolfsburg, dann Bremerhaven, Ingolstadt, die Haie, Straubing vor Düsseldorf, dahinter Mannheim, Augsburg, Berlin auf 10, Schwenningen auf 11, dahinter die Löwen, Frankfurt, Nürnberg auf 13 und Iserlohn jetzt auf der 14. Es ist ein YouTube-Video, deshalb, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Bloody LP.